Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored und im Hound Pits Pub, wo wir uns heute mit Havelock und Martin treffen sollen. Alter, wo ist denn der Pendleton schon wieder hin? Ist gerade weggelaufen. Wie war denn das? Ja, draußen stand auch immer mal noch irgendwelches Zeug rum. Oder haben wir das schon? Von Sokolovs Elixier sind dramatisch geschrumpft. Normale Bürger dürfen ab sofort nur noch eine halbe Dosis pro Tag erwerben. Achtung! Die Gesundheit der Stadt hat oberste Priorität. Ehepartner, Elternteile oder Kinder mit... Ein blödes Geschwätz. Aprikosentür. Hallo. Hallo, Aprikosentörtchen, klingt lecker. Was zu essen brauchen wir aber gerade nicht. Ja, fegen wir ordentlich durch hier. Sieht aus wie Schwein. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Gut, danke. Wir sind gerade mal wieder da und müssen gleich wieder aufbrechen. Super. Gut. Ich schaue nochmal eben bei Piero. Piero Lombardi. Entschuldigung. Bei Piero, wie heißt er? Joplin. Piero Joplin. Das ist auch ein komischer Name. Na gut. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Jo. Dann zeig mal her, was du hast. Wir können noch mal einen Bolzen mitnehmen. Den können wir uns locker leisten. Kabel, Werkzeug. Haben wir fast alles. Verbesserung. Armbrust, Präzision. Können wir machen. Jo. Reichweite. Betäubungsbolzen. Kampfbetäubungsbolzen. Aha. Nehmen wir. Schwerthärtung. Blocken tun wir kaum. Bolzenkapazität. Nehmen wir mal das. Gut. Ja. Wir hätten noch Bolzen nehmen können. Ach komm, bleib mal stehen. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ja, die Treppe runterstolpert. Achso. Hammer. Okay. Gut, dann war's das. Entschuldigung. Was wollte ich machen? Hier gab's doch eigentlich auch mal noch. Irgendwo im Keller tötet ein Hund den anderen und Geld wechselt den Besitzer. Okay. Super Information. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Sehen wir die Brücke eigentlich von hier? Die stand glaube ich auch da hinten, ne? Da hinten.
Coldwind Bridge. Jo. Nur mal eben ein Foto für Thumbnail auf gemacht. Auf zur Coldwind Brücke, Sir. Wir schlafen später. Für den Fall, dass ich das nehmen möchte. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Ich bin soweit. Passt auf. Coldwind-Brücke. Der kaiserliche Arzt. Du sollst Anton Sokolov entführen, den kaiserlichen Arzt und Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Deine neuen Verbündeten wollen durch ihn den Namen der Geliebten des Lordregenten erfahren. Eine mysteriöse Verbündete und eine seiner mächtigsten adeligen Unterstützer. Sokolov lebt in einer großen Wohnung irgendwo auf der Coldwind-Brücke. Die Brücke. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Coldwind-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Mhm. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Natürlich. Machen wir doch. Aufgaben. Derzeit keine Aufgaben. Gut, dann können wir ja wieder nach Hause fahren, ne? Einladung zur Feier der Boils. Die brauchen wir noch nicht. Da kommen wir später hin. So viel weiß ich schon. Gut. Ach so. Ich dachte, er hätte einen Köder geknurrt. Gehen ins Bar. Ist das jetzt klar? Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Außer den Wachen. Ja, ich kapiere. Aber wenn wir doch jemanden sehen, was schaffen? Weiß ich drauf hin? Auf die Ausgangssperre? Nein, du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? Schon gut, verstanden. Du musst mich nicht anschreien. Zu Tode prügeln. Zu Tode prügeln. Ja klar, dann prügeln wir ihn zu Tode. Achso. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Coldwind-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Coldwind-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Gut, ich würde sagen, den ersten Abschnitt haben wir ganz erfolgreich erledigt. Braucht man nicht. Hier was Wichtiges? Nein. Oh, das Thymianische Erz nehmen wir mit. Hier. So ist nur der Dampf. Da hinten haben wir das und das. Gut. Achso, ist sowieso verschlossen. Ah ja. Da brauchen wir Walöl. Da oben haben wir Walöl. Hier kommt es zwar da hoch. Ja,
Lass mal überlegen, wie das funktioniert. Das war so. Hier können wir uns ein Walöl nehmen. Könnte aber auch mal. Derzeit ist auf der Kornwindbrücke kein Flugzeug, Alter. Dann nehmen wir mal die Achterbahn ins Glück. Schau ich mir mal besser an. Genau, schau dir das mal besser an. Komm mal da. Hier kommen wir direkt rüber. Da ist auch die Rune. Braucht man gerade nicht. Das können wir mitnehmen. Hey, schuldest du mir nicht einen Drink? Als Maul. Alter, erschreck mich nicht. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ich bin noch schlau, hier ist ein Fenster. Das hätten wir runtergehen können. Das ist hoffentlich kein Scherz. Gut, jetzt haben wir die Rune. Entschuldigung, ich bin wieder. Ich bin immer so schweigsam, wenn ich hier irgendwie versuche, irgendwo hinzukommen. Dadurch, dass wir die da weggelockt haben, hier haben wir noch Geld. Ich weiß gerade nicht, inwiefern uns. Ich glaube, das ist unser. Sag schon, Weg hier rüber. Wir hätten uns aber gleich auch oben drüber beamen können.
Hier ist doch noch irgendwo einer. Nee? Gut, Knochenartefakt. Das brauchen wir nicht. Ach so, wir hatten Knochenartefakte. Wir können ja nochmal eins dazu nehmen. Beutejäger brauchen wir auch nicht. Nehmen wir mal ein erfülltes Ziel. Oder Feuerwasser? Nee. Zugbrückenscheinwerfer. Mist, an denen sind wir jetzt vorbeigerannt. Wie kommen wir. Wie kommen wir zu denen? Die mal eben noch, bevor wir hier weiter. Oh. Gut. Ich sehe gerade, wir sind über 17 Minuten. Die Zugbrückenscheinwerfer, wie wir die deaktivieren, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, einen schönen Tag euch noch. Macht's gut.